Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, genauer gesagt zur Uni Challenge. Und ja, auch heute werden wir wieder leider nur ein 20 Minuten Video haben. Ja, ist zeitlich auch heute wieder nicht anders möglich. Tut mir leid, aber wir werden sicherlich die nächsten Tage wieder in den 30 Minuten Rhythmus kommen. Gut, also vorweg erstmal, wollte hier unten erst aufräumen. Dann brechen wir das nochmal ab. Stellen die Aufräumpriorität nochmal ein wenig höher. Und ja, das sollte dann gleich losgehen. So, hier unten ist alles in Arbeit. Sauerstoff haben wir da auch reichlich. Keine Keime im Sauerstoff, das ist alles gut. So, wie schaut es hier oben aus? Oh, da müssen wir noch mal darauf freigraben, dass das Paku-Ei auch im Wasser ist. Das machen wir vielleicht auch mal mit etwas erhöhter Priorität. Ansonsten können wir hier oben aufwischen. Und dann hier unsere Leiter. Ja, durchaus verlängern. Ja, wenn das von hier oben, darf es ruhig bis hierhin runterfallen. Das passt schon. Okay, so, das Paku-Ei ist jetzt wieder im Wasser. Sehr schön. Das würde ich gerne genauso lassen. Haben wir hier irgendwo verschmutzten Sauerstoff? Ja, hier oben ein bisschen, aber da sind kaum Keime drin. Ja, lassen wir erstmal so. Da fällt jetzt gleich wieder ein bisschen verschmutztes Wasser runter, ist aber auch nicht dramatisch. So, soll heißen, wir können jetzt hier die Leiter noch weiter zerlegen. Können hier gleich abschließen, weil hier wird ja gleich der Durchgang geschaffen. So. Den können wir zerlegen. So. Den lassen wir vielleicht noch einen Moment da, damit wir die Wand bauen können. Tja. So, außerdem wollte ich ja nach hier expandieren. Dafür müssen wir da freigraben. Das mit dem Chlorgas gefällt mir halt nicht so gut. Allerdings ist der Druck hier höher als hier, was dann eher eigentlich dafür sorgen müsste, dass das Chlorgas nach unten absackt. Ja. Da wir hier auch noch einen Gitterziegel haben, könnte, wenn es hierher kommt, vielleicht auch noch hier reinfallen. Da machen wir vielleicht noch mal ein paar mehr, die das Ganze dann noch verstärken. So, was ich auf jeden Fall in diesem Video machen wollte, ist hier unsere Toilettengeschichte. Ich stopp, erstmal wollte ich das hier unten erledigen. Das ist jetzt fertig, sehr schön. Dann gibt es hier den Gitterziegel und darauf kommt ein Lufterfrischer. So, und diesen können wir dann schon mal einstellen auf verschmutztes Wasser. Ja. So. Okay. Tam tam. So. Nudelarme, Gastrophobie, unkonstruktiv. Okay, wir können auswählen.
Ich denke, dass Lehrer am ehesten zutrifft. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Der Sekt darf einziehen. Das freut mich ja. So, drucken. Und aus dir machen wir dann auch einen Ingenieur. Wobei. Nee, wir machen lieber irgendwas, wo ein Herzchen da haben. Das ist Forschungsassistent. Nee, das macht auch keinen Sinn. Da machen wir Landwirt, weil ein Ingenieur haben wir schon. Und Landwirt, gerade auch Richtung Viehzucht, werden wir am ehesten Verstärkung brauchen demnächst. Wir machen es so. Priorität können wir ja trotzdem das Bedienen auch hochstellen. Landwirtschaft und Viehfarmen. So. Forschung läuft noch. Sehr schön. CO2. CO2 ist nach wie vor viel da, weil es hier nicht nachsacken kann. Können ja vielleicht mal hier die Tür öffnen. Ja, man kann es nämlich hier weiter runterfallen. Hier werden wir mal ein wenig freigraben drumherum. Und hier zwei Gitterziegel bauen, dass wir da keine Bremse haben, hätte ich fast gesagt. So, hier geht's weiter hinab. Okay, jetzt muss ich mir mal eben umschauen. Sauerstofftechnisch passt es, wobei natürlich das hier im Essensraum so viel CO2 und Erdgas ist, da müssen wir definitiv was gegen machen, aber das ist ja jetzt hier in Arbeit. CO2 kann langsam absinken, macht es auch scheinbar. Sehr schön. So, ich wollte. Ha, wir haben tatsächlich hier Wasser, sehr gut. Und hier wollte ich auch nachschauen, was das denn wohl ist. Haben wir hier. Ne, haben wir nicht. Sehr schön. Heißt, wir können uns hier durchgraben. Können da eine Leiter bauen, um zu schauen, was wir hier genau haben. Und das Wasser hier können wir auch nutzen. Da würde ich gerne. Hier unten eine Flüssigkeitspumpe bauen. Da einmal graben, damit wir überall rankommen. Und dann hier. 1, 2, genau. Das Rohr. So verlegen. Leiterkabel. Ich hoffe, wir haben. Ja, wir haben genug auf die gleiche Länge. Was dann natürlich bedeutet, dass wir uns auch hier einmal durchgraben müssen und das dann später wieder abschließen. Woraus habe ich die Pumpe gebaut? Goldamalgam, sehr gut. So, auch hier können wir jetzt freigraben, dann kann sich nämlich hier das Erdgas auch noch weiter verteilen. So, warum hier verschmutztes Wasser drin steht in den Algen, ist mir auch ein Rätsel, aber gut. Unser Essen wird weniger. Das ist eine Entwicklung, die mir gerade nicht so gut gefällt. Was
gibt es da kurzfristig an Lösungen? Wir können noch mehr. Wie heißen die noch gleich? Mehlhölzer anbauen, damit wir Mehlläuse bekommen. Und wir müssen das Erdgas- und CO2-Problem angehen. Automation, schön, dass wir die haben, brauchen wir jetzt aber noch nicht. Einstellungen übertragen, zack. Ah, Moment, habe ich denn vielleicht... Ich habe die Priorität auch runtergesetzt. Das könnte auch ein Problem sein, dass nicht schnell genug geerntet wird, wo wir dann Zeit verschenken. Achso, nee, das war die ganze Zeit auf 5, okay. Aber auch diese hier. Packen wir mal alle auf 6, damit die schnell geerntet werden. Wie viel Schleim haben wir? 5,5 Tonnen. Okay, das reicht auf jeden Fall zum Düngen hier. Können wir mal eben aufwischen. So, hier können wir jetzt fast hinein. Schauen wir doch mal, was wir hier finden. Und zwar ist es... Ja, ich kann es noch gar nicht sehen. Schade, vielleicht könnt ihr ja schon sehen. Ihr dürft ja mal raten, was das anhand dieses kleinen Bildchens für ein Vulkan ist. Dann lösen wir das einfach mal im nächsten Video auf. Forschung abgeschlossen, aber immer noch nicht so, dass wir was Neues verteilen können. Jetzt muss ich hier mal eben einfach mal ein paar Prioritäten hochsetzen. Schade, Schlafenszeit, damit wir da an verschiedenen Stellen auch mal weiterkommen. Okay, dann war die Planung hier. Ja. Ich wollte auf das isolierte Rohr warten, war da nicht was? Ja, verdammt, und ich habe es nicht erforschen lassen. Isoliertes Rohr ist hier. Na komm, machen wir das erst jetzt. Ja, wir müssen das mit einem isolierten Rohr bauen, sonst haben wir das 40 Grad heiße Wasser überall in der Kolonie, heizt uns alles auf. Das bringt wenig bis nichts. Wir können schon einen Luftreiniger bauen. Vielleicht macht das hier unten Sinn. Das hier irgendwo zu machen. Das macht sogar ganz bestimmt Sinn. Allerdings ist das hier mit dem Wasserbecken so eine Sache. Dann machen wir doch mal hier Magmatit. Ziegel da vielleicht noch nicht. Sondern da einen. Dieses Becken auf hier beschränken. Wir würden hier nach und nach Ziegel reinbauen, dass das Wasser steigt. So, sehr schön. Und hier kann man dann nämlich andere Sachen machen. Ja. Machen wir das doch sogar mal hier auf dieser Höhe. Ja.
wo ich Puh gerade sehe, fällt mir was anderes ein. Puh wollte nämlich noch umbenannt werden. Also Puh 88 in Puh. Wunsch erfüllt. So, dann ist noch niemand da, den wir einziehen lassen können. Gut, dann planen wir hier mal. Ich würde hier einen Luftreiniger bauen dorthin. Dann könnten wir hier theoretisch noch einen zweiten daneben setzen. Hier ist die Frage, ob wir nicht hieraus einen geschlossenen Kreislauf machen oder ob wir das nutzen später, um das immer wärmer werdende Wasser hier zu kühlen. Nee. Wir machen hier einen geschlossenen Kreislauf. Dazu werden wir hier nämlich, wir können dann auch direkt bauen. Veredelung, doch, da einen Flüssigkeitsfilter. Kommt mal dorthin. Da war ein mir bekanntes Geräusch, das wahrscheinlich immer problematischer wird. Nudelarme, zartbesäte Bauerntöpel, Pazifist, Bauerntöpel, Mundatmer. Okay, du wirst der Nächste sein und den Namen Roman tragen. Ja, Viehfarm bedienen. Dann würde ich dich doch auch mal als Landwirt eintragen. Roman. Und ja, auch an dich ein Willkommen hier beim wilden Treiben. So, wie machen wir es mit der Stromversorgung hier unten? Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, da wir da eh nochmal komplett später wieder ran müssen, machen wir einfach hier ein weiteres. Oder wir machen hier einen Erdgasgenerator hin. Das wäre auch noch eine Variante. Erstmal der Einfachheit halber. Einen Kohlegenerator mit einer intelligenten Batterie. So. Hier sollten wir vielleicht einmal den Schleim weggraben, der direkt an den Ziegeln ist, und werden die nämlich ständig gereinigt. Das will natürlich auch niemand. Die Tür hier können wir wieder auf Auto stellen, damit sich hier ein bisschen Sauerstoff sammeln kann. Den hier müssen wir hochstellen auf 7, sonst passiert da zu selten was. Okay, Strom haben wir gleich. Da brauchen wir natürlich noch einen Kreislauf fürs Wasser, der allerdings recht simpel wird. Hier raus, da rein. Nicht ganz so simpel, sondern wir müssen schon ein wenig vorarbeiten. Mein Gott, was mache ich denn? So, Rohrbrücke. Jetzt nochmal.
Für die möglicherweise, für den zweiten Luftreiniger, der da eventuell hinkommt. Und das hier können wir eigentlich so machen, wobei auch da eine Brücke ein bisschen mehr Sinn macht, damit das Wasser nicht hin und her dann hin und her fließen könnte. Okay, jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Wasser in diesem Kreislauf. Wie machen wir das am geschicktesten? Ich denke, indem wir die Pumpe mit anschließen. Dafür benötigt es oder braucht es dort Strom. Den können wir von hier mit holen. Packen dann da auch einen Ziegel rein. Und hier das ist ja eh nur um das ganze System einmal zu befüllen, können wir das durchaus so machen. Ja, okay, gut, wie schaut's hier aus? Das läuft, das dürfte, denke ich, im nächsten Video auch fertig werden. Das werden wir diesem nicht schaffen. Also wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, was das hier für ein Vulkan ist, man kann es nicht sehen. Also dass es ein Vulkan ist, ja, ist glaube ich offensichtlich. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Der ist auch schon wieder komplett. Dann machen wir doch hier auch nochmal auf. Kann sich der Bereich auch noch mit Erdgas füllen. Ansonsten, ja, ist es sicherlich eine Idee, Elektrolyser aufzustellen beim nächsten Mal, aber erstmal würde ich mich gerne hier ums CO2 kümmern. Eine Automation müssen wir hier dann auch noch mit einrichten und außerdem Pumpen fürs Erdgas. Boah, na gut, wir machen hier im nächsten Video weiter. Ich habe leider heute wieder nicht mehr Zeit. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit dem Video. Und ja, sage mal danke, bis bald und bye bye.